Hohe Verfügbarkeit ist weltweit gefragt. Auch im Zugbetrieb. Aber wie lässt sich die Wartungs- und Verweildauer von Zügen im Depot verkürzen und die Gleisbelegung optimieren? Was spart aufwendiges Rangieren und separate Prüfgleise ohne Einschränkungen wie bei fest installierten Oberleitungen? Die Lösung heißt SICAD SRD. SICAD SRD bietet schwenkbare Deckenstromschienen für die smarte Energieversorgung elektrischer Schienenfahrzeuge im Depot. Schauen wir uns das System mit Freigabekonzept und klaren Signalen einmal in Funktion an. In der Betriebsposition steht die Deckenstromschiene unter Spannung und das ermöglicht die einfache Ein- und Ausfahrt des Zuges und elektrische Tests am stehenden Fahrzeug. Rote Dauerlichter signalisieren Vorsicht. Erst wenn die Deckenstromschiene spannungsfrei geschaltet und sicher geerdet ist, erteilt das System die Schwenkfreigabe. Nun kann der Schwenkvorgang per Tastendruck gestartet werden. Rote Blinklichter und ein akustisches Warnsignal begleiten den Schwenkprozess. Sobald die sichere Parkposition erreicht ist, erhält das Personal im Depot die Schlüsselfreigabe, um mit den Wartungsarbeiten beginnen zu können. Zum Beispiel von Arbeitsbühnen aus und auf dem Fahrzeugdach. Für den Austausch von Radsätzen durch Anheben des Zuges. Und für den Austausch großer Traktionscontainer auf dem Fahrzeugdach mit Kränen. Die Vorteile von SICAD SRD für Depotbetreiber sind vielfältig. Dazu gehören optimierte Betriebsabläufe, da Züge ohne Rangieren direkt ein- und ausfahren können. Die Wartung wird durch die allseitige Zugänglichkeit des Fahrzeugs einfacher und effizienter. Elektrische Tests lassen sich in der Betriebsposition der Stromschiene an Ort und Stelle durchführen. Die freigabebasierten Prozesse erhöhen die Arbeitssicherheit. Und das alles ermöglicht eine optimierte Gleisbelegung und kürzere Verweildauer im Depot. Betreiber liegen also richtig mit der schwenkbaren Stromschienenoberleitung von Siemens Mobility. SICAD SRD. Für mehr Sicherheit und Flexibilität im Depot.